Nachdem wir letztes Mal uns eigentlich mehr im Allgemeinen die Gnaden und die Wirkung der Firmung angesehen haben, weil es das Sakrament des Heiligen Geistes ist, was der Heilige Geist in uns wirkt, ganz besonders dann die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Jetzt kommen wir dieses Mal direkt zum Sakrament der Firmung. Was bedeutet das Wort Firmung? Ich hatte es schon angedeutet. Das Wort Firmung bedeutet Stärkung, Stärkung oder Festigung. Wir benötigen nämlich die Stärke, die wir eben vom Heiligen Geist empfangen. Zunächst einmal, um den Verlockungen zur Sünde besser widerstehen zu können, also um stärker zu sein gegen die Sünde. Um Gott im katholischen Glauben treu zu bleiben und um den katholischen Glauben standhaft zu bekennen und zu verteidigen. Und gerade diese letzten zwei, um treu zu bleiben im Glauben und den Glauben bekennen und verteidigen zu können, das ist der Grund, warum wir normalerweise die heilige Firmung schon an sehr junge, jugendliche Kinder geben. Weil die es brauchen. Monsieur Lefebvre hat das ausdrücklich gesagt. Die Kinder sollen nicht warten, bis sie 14, 15, 16 oder 18 sind, so wie das normalerweise üblich ist, sondern eben ab nach der Erstkommunion, also das heißt mit 7 Jahren, ab 7 Jahren können die die Firmung empfangen. Einfach, weil sie es auch heutzutage brauchen. Dann die Frage 203 im Basler Katechismus. Ist die Firmung zur Erlangung der Seligkeit notwendig? Brauchen wir die Firmung, um in den Himmel zu kommen? Die Firmung ist zur Erlangung der ewigen Seligkeit nicht notwendig, jedoch sehr nützlich und hilfreich. Das heißt, man kann auch ohne die Firmung in den Himmel kommen. Also wer nicht gefirmt ist, der kann auch in den Himmel kommen. Man muss getauft sein, man muss aber nicht unbedingt gefirmt sein. Aber es ist jedoch sehr nützlich und hilfreich. Deshalb wäre es eine Verachtung Gottes, wenn man den Empfang des Firmsakramentes freiwillig zurückweisen würde. Also wenn man sagen würde, ja, Firmung, ich bin ja getauft, Firmung brauche ich nicht, was soll das? Das wäre eigentlich eine Verachtung Gottes, weil Gott ja selber die 7 Sakramente eingesetzt hat. Eben auch das Firmsakrament und darum müssen wir es empfangen. Manchmal die Fragen, die ich vorlese, sind nicht ganz identisch mit dem Text, wie er im Katechismus steht, aber der Inhalt ist dasselbe. Frage 196. Die Fragen gehen ein bisschen durcheinander, weil ich eben hier diesen Vorbereitungskurs folge für an sich die Firmung. Ich habe aber da eben die entsprechenden Fragen dazu rausgesucht. 196. Was wirkt die Firmung? Was macht die Firmung? Erstens, die Firmung prägt der Seele das unauslöschliche Zeichen des Streiters Christi ein. Zweitens, sie erteilt uns den Heiligen Geist, der uns stärkt im Kampf für Glaube und Tugend. Das haben wir schon gesehen. Und drittens, sie vermehrt die heiligmachende Gnade. Eben wie jedes Sakrament. In der Taufe haben wir ja zum ersten Mal die heiligmachende Gnade empfangen. Jedes Sakrament vermehrt die heiligmachende Gnade. Wie an sich auch jedes gute Werk. Und jedes Gebet, aber Sakramente natürlich viel mehr. Die Firmung prägt der Seele das unauslöschliche Zeichen des Streiters Christi ein. Und der Kommentar vom Katechismus ist hier, die Firmung kann also nur einmal im Leben empfangen werden. Denn wenn die Seele mal gezeichnet ist mit dem Firmcharakter, geht das nicht ein zweites Mal. Wenn man Soldat ist, dann wird man nicht nochmal Soldat. Wenn man getauft ist, Kind Gottes ist, dann ist man Kind Gottes. Das kann man nicht ein zweites Mal werden. Ja. Genauso ist bei der Firmung. Die Firmung erteilt uns den Heiligen Geist und stärkt uns im Glaube und im Kampf für die Tugenden.
Das ist die besondere Gnade der Firmung. Firmung heißt ja Stärkung. Und der Bischof spricht da, ich stärke dich mit dem Chrisam des Heiles. Das sehen wir später noch. Und die Firmung vermehrt die heiligmachende Gnade. Die Firmung gehört zu den sogenannten Sakramenten der Lebenden. Das heißt, man darf eigentlich die Firmung nur empfangen im Stande der Gnade, nicht im Stande der Todsünde. Das sehen wir später noch mal kurz. Wer darf das Firmsakrament empfangen? Wer? Das Firmsakrament darf jeder katholische Getaufte empfangen, der nicht aus der Kirche ausgetreten ist. Und Sie merken hier, dass schon gar kein Alter angegeben ist. Im Osten nämlich, bei den orthodoxen oder unierten östlichen Riten, wird die Firmung direkt nach der Taufe gespendet. Und zwar den ganz Kleinen. So direkt nach der Taufe ist direkt die Firmung. Das Firmsakrament darf jeder katholische Getaufte empfangen, der nicht aus der Kirche ausgetreten ist. Das Firmsakrament vollendet, was die Taufe in unserer Seele begonnen hat. Deshalb ist die Taufe die notwendige Voraussetzung, auch um die Firmung zu empfangen. Man darf ja kein anderes Sakrament empfangen, wenn man nicht getauft ist. Warum vollendet die Firmung die Taufe? Was ist das? Was ist diese Vollendung? Die Firmung vollendet in unserer Seele das übernatürliche Gnadenleben, das der Heilige Geist mit der Taufe in unserer Seele begonnen hat, damit wir als Gotteskinder auch die Fähigkeit erhalten, Gottes Kämpfer im Dienste Jesu Christi zu werden. Also darum, das ist das Vollalter Christi. Das ist der vollständige Christ. Ein geistliches Erwachsenwerden. In diesem Kurs wird das verglichen mit dem Hausbau und die Firmung ist sozusagen das Dach. Ja, und wenn das Dach drauf ist, dann steht das Haus. Ja. Dann können noch Fenster fehlen, da kann noch das ein oder andere fehlen. Auch Innenausbau muss man noch einiges machen. Aber wenn das Dach mal drauf ist, dann steht das Haus. Ja. Dann ist das Wichtigste da. Und genauso ist im geistlichen Leben. Die Taufe ist sozusagen das Fundament und die Mauern, die Firmung ist das Dach zum vollständigen geistlichen Leben. Vergleichen wir einmal das Sakrament der Taufe mit dem Sakrament der Firmung. Sie sehen das auf der Tabelle. Die Taufe ist eine geistliche Geburt in der Gnade Gottes. Die Firmung ist das Wachstum in der Gnade nach der geistlichen Geburt der Taufe und eigentlich schon eine gewisse Reife, ja, eben das Erwachsenwerden. Während wir auch wissen, dass mit dem Erwachsenwerden ja noch nicht alles getan ist. Man soll ja noch weiterkommen, nicht nur im geistlichen Leben, sondern auch im gewöhnlichen Leben. Aber mit dem Erwachsenwerden fängt sozusagen das vollwertige menschliche Leben erst an. Weil dann kann man entsprechendes leisten in der Gesellschaft. Die Taufe macht uns zu Kindern Gottes. Zweiter Punkt. Die Firmung macht uns zu Kämpfern Gottes, Streiter Gottes, Soldat Gottes. Die Taufe gliedert uns in die Kirche ein. Die Firmung festigt diese Eingliederung in die Kirche. Da kann ich nicht weiter drauf eingehen. Der heilige Thomas von Aquin, der sagt, dass eben jedes Sakrament uns mehr befähigt, an der Kirche und am Dienst der Kirche teilzunehmen. Die Taufe befähigt uns vor allen Dingen, die anderen Sakramente zu empfangen. Die Firmung aber befähigt uns auch zu mehr. Ja. Nämlich eine, wenn man das mal was so viel oft gesagt wird, ein wirkliches Teilnehmen am Leben der Kirche. Ein aktives Teilnehmen am Leben der Kirche, das ist der Gefirmte. Eben der Erwachsene in der Kirche. Dann der vierte Punkt und letzte Punkt. Die Taufe teilt uns die Gnadenmittel des Heiligen Geistes mit.
Die Firmung vermehrt die Gnadenmittel des Heiligen Geistes im Übermaß. Mit der Taufe werden wir Tempel des Heiligen Geistes, aber mit der Firmung werden wir noch mehr Werkzeug des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat einen größeren, einen stärkeren Einfluss auf uns. Jedes Sakrament besteht aus einem sichtbaren Zeichen und aus einer inneren Wirkung. Und dieses sichtbare Zeichen setzt sich meistens oder normalerweise zusammen aus, was man sagt, Materie und Form. Bei der Taufe ist das Wasser, das Gießen des Wassers und die Taufformel. Das Gießen des Wassers ist die Materie, das Äußerliche. Ja. Und die Taufformel, das ist das Innere, das, was das Äußere eigentlich bezeichnet. Wenn ich nämlich nur Wasser gieße und nichts sage, ist keine Taufe. Dann ist eine Abwaschung, das kann ich in der Badewanne machen, ja. Aber es ist keine Taufe. Nur wenn die zwei zusammenkommen, ist es eine Taufe mit der entsprechenden inneren Wirkung. So gibt es auch bei der Firmung dieses sichtbare Zeichen, das was äußerlich wahrnehmbar ist, nämlich die Handauflegung des Bischofs zusammen mit der Salbung der Stirn mit Chrisam in Kreuzesform. Das ist, was man nennt, die Materie. Und dann die Form, die Worte, die eben angeben, was soll das äußere Zeichen. Das sind die Worte: Ich bezeichne dich mit dem Zeichen des Kreuzes und stärke dich mit dem Chrisam des Heiles. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das sind eben diese sakramentalen Worte, wie bei der Wandlung. Da braucht es eben auch die sakramentalen Worte. Und hier sind es eben auch diese sakramentalen Worte. Man wird gesalbt mit Chrisam. Was ist ein Chrisam? Chrisam ist eines und zugleich auch das höchste, das wertvollste der drei heiligen Öle. Wir haben das Katechumenenöl, das ist das Öl für die Taufe, zur Vorbereitung der Taufe. Dann haben wir eben das Chrisam, das ist eigentlich das wertvollste, das kostbarste Öl, da komme ich noch drauf, warum. Und dann das Krankenöl. Diese Öle werden geweiht am Gründonnerstag. Da gehen wir Priester normalerweise alle hin. Das ist die feierlichste Zeremonie, die es gibt. Es gibt keine feierliche Zeremonie wie die Ölweihmesse. Das ist der Bischof mit einer vollständigen Assistenz, das heißt Presbyterassistenz, Assistent, zwei, was man nennt, Beisitzer, ja. Diakon und Subdiakon, und dann kommen dazu 12 Priester, 7 Diakone und 7 Subdiakone, alle vollständig angekleidet. Die haben alle ihre Funktion in der Zeremonie. Also wenn es ihnen möglich ist, am Gründonnerstag nach Zeitzkofen zu fahren, um das mal mitzumachen, es lohnt sich. Das ist noch feierlicher wie die Priester- und Bischofsweihe. Das ist die größte Zeremonie. Es gibt nirgends so viel Zelebranten wie bei der Ölweihmesse. Was ist jetzt dieser Chrisam? Die Öle bestehen aus Olivenöl. Und früher hat man ganz deutlich gelehrt, dass Olivenöl auch das einzige Öl ist, das gültig ist. Heutzutage, Rom hat es erlaubt, andere Öle zu verwenden, was aber sehr kritisch ist. Weil also nach der Tradition war es immer die Überzeugung, wenn es kein Olivenöl ist, ist es ungültig. Also das ist schon sehr kritisch. Chrisam besteht also aus Olivenöl gemischt mit Balsam. Was ist Balsam? Balsam ist ein Harz aus dem Balsambaum. Da hat man eben früher mit dem Balsam Leichen einbalsamiert, dass sie nicht verwesen.
Es gibt aber verschiedene Arten von Balsam. Es gibt Balsam, der ist aus mehr als 30, 40 Bestandteilen. Und zwar der Balsam riecht sehr stark. Und da wird nur ein klein bisschen Balsam in das Öl gemischt und das Öl nimmt diesen Geruch vom Balsam an. Und das unterscheidet also ganz deutlich das Krisam von den anderen zwei heiligen Ölen. Außerdem ist die Zeremonie, die Weihe des Krisam auch viel feierlicher noch wie die der anderen zwei Öle. Da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein. Warum Olivenöl? Warum überhaupt Öl? Das ist die Frage 192 im Katechismus. Was bedeutet das Olivenöl? Das Olivenöl bedeutet die Salbung unserer Seele mit dem Heiligen Geist, damit unser Glaube und unser Tugendleben gestärkt wird. Und warum diese Salbung? Nun, in all der Zeiten, wer salbte sich mit Öl? Das waren vor allen Dingen die Ringkämpfer. Und zwar, die salbten sich kräftig mit Öl. Und zwar so kräftig, dass sie schön glitschig werden, sodass der Gegner die nicht packen bekommt. Ja, das hat seine Bedeutung. Dann Könige wurden gesalbt. Die Salbung, gerade wenn es eine offizielle Salbung war, galt immer als etwas Heiliges. Wer wurde im Alten Bund gesalbt? Im Alten Bund wurde gesalbt der König, die Priester und die Propheten. Und darum ist der Ausdruck Christus. Christus bedeutet ja der Gesalbte. Er ist der Gesalbte. Und zwar ist er eben gesalbt zum König, zum Priester und zum Propheten. Christus ist durch seine Menschwerdung eigentlich gesalbt. Könige wurden gesalbt. Dann das Öl wurde für die Lampen gebraucht. Öllampen. Das Öl wurde gebraucht für Speisen und als Heilmittel. Also, Hammer. Für die Kämpfer, für die Könige, als Heilmittel, als Lichtbringer und als Speise. Öl ist also sehr vielseitig. Und das sind genau die Dinge, die auch in der Seele bewirkt werden durch die heilige Firmung. Der Heilige Geist bringt in der Seele alle diese Wirkungen des Öles hervor. Nämlich, der Bischof salbt den Firmling zum Kämpfer Christi, damit seine Seele in der heiligmachenden Gnade glänzt und er nicht so leicht vom Teufel durch Versuchung gepackt werden kann. Da wird die Seele ein bisschen glitschig für den Teufel, wenn man das so ausdrücken darf. Ja. Eben, er stärkt, das Öl stärkt zum Kampf. Dann das Öl macht den Firmling der Königswürde Jesu Christi teilhaftig. Der heilige Petrus sagt es in einem seinen Brief: Ihr seid ein königliches, ein priesterliches Geschlecht. Und die Firmung ist schon eine gewisse Weihe. Nicht zu vergleichen und nicht auf der Stufe des Weihesakramentes, das nicht. Aber es ist eine Weihe eben zum Dienst an der Kirche, als Streiter der Kirche. Das Öl heilt die Wunden und in der Firmung erheilt die Wunden, die die Sünden den Firmling zufügen und mildert die ungeordnete Begehrlichkeit in der Seele. Der Heilige Geist erleuchtet den Verstand des Firmlings, auch das ist das Öl, eben das Licht, und er würzt die Seele des Firmlings mit der Gnade der Heiligkeit. Das ist die Speise. Frage 193, das ist jetzt einfach die Bedeutung an sich des Olivenöles, ja, warum da bei diesen Dingen Öl verwendet wird. Bei der Firmung ist es eben nicht nur reines Olivenöl, das geweiht ist, sondern
Olivenöl gemischt mit Balsam. Was bedeutet der Balsam? Der Balsam bedeutet, dass der Firmling durch sein Tugendleben vor Gott wohlgefällig ist und vor der Fäulnis der Sünde bewahrt bleibt. Zwei Dinge, was der Balsam hat. Er ist wohlriechend und er desinfiziert und konserviert. Darum diese Wohlriechendheit der Seele, des Gefirmten, ein Wohlgeruch vor Gottes Angesicht sozusagen, und gleichzeitig eben die Firmung bewahrt vor der Fäulnis der Sünde. Der Heilige Geist bewirkt das in der Seele, er schützt die Seele vor der Fäulnis, ganz besonders des Irrtums und der Sittenlosigkeit. Also diese zwei Wunden, die uns die Erbsünde geschlagen hat, nämlich der Erkenntnis und des Willens. Die Firmung stärkt die Erkenntnis, behütet uns darum vor dem Irrtum, stärkt den Willen und behütet uns damit vor der Sittenlosigkeit. Der Heilige Geist in der Firmung lässt die Seele durch die heiligmachende Gnade zu einem lieblichen Wohlgeruch Gottes werden. Und er verhindert die geistige Verwesung durch die Sünde. Frage 194 ist etwa dem, was der Text hier sagt. Was bedeutet dann die Salbung mit dem Chrisam in Kreuzesform auf der Stirn? Nicht nur irgendwie eine Salbung, sondern eben in Kreuzesform. Die Salbung mit dem Chrisam in Kreuzesform auf der Stirn bedeutet die Zugehörigkeit zu unserem Herrn Jesus Christus. Und Christus und Kreuz, das gehört zusammen. Zugehörigkeit zu unserem Herrn Jesus Christus, die wir offen und freimütig vor der Welt bekennen sollen. Darum ist das Kreuz auf der Stirn. Nicht irgendwo anders verborgen, sondern eben auf der Stirn. Dazu legt der Bischof dem Firmling die Hand auf das Haupt. Diese Handauflegung, das ist eben ein Mitteilen, nämlich das Mitteilen des Heiligen Geistes. Das ist diese Handauflegung. Die Worte, die der Bischof bei der Spendung der Firmung spricht, bezeichnen dann auch diese Wirkung des Sakraments, die Stärkung der Seele mit der heiligmachenden Gnade, die die allerheiligste Dreifaltigkeit uns durch das Kreuz Christi schenkt. Eben, ich bezeichne dich mit dem Zeichen des Kreuzes zur Stärkung. Wer hat die Firmung zuerst erteilt? Das ist Frage 184 im Katechismus. Die Apostel haben die Firmung zuerst erteilt. Wie haben die Apostel gefirmt? Die Apostel legen den Neugetauften die Hände auf und diese empfingen den Heiligen Geist. Und zwar wird das berichtet in der Apostelgeschichte. Und zwar im 8. Kapitel, 14. bis 17. Vers. Als die Apostel in Jerusalem vernahmen, das war noch nicht lange nach dem Pfingstfest, einige Zeit nach dem Pfingstfest, als die Apostel in Jerusalem vernahmen, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, ist jetzt interessant, passt gerade heute, heute ist ja die Samaritanerin am Jakobsbrunnen, Samaritanerin, ja, und da wird ja gesagt, dass viele dann auf die Predigt des Heilandes glaubten. Nach dem Pfingstfest sind also Apostel oder Jünger nach Samaria gegangen, haben eben den Samaritanern, sicher davon Sichar, wo die Frau her ist, verkündet, was da alles geschehen ist in Jerusalem, Christus, der gekreuzigt ist und wieder auferstanden ist. Und die haben sich bekehrt. Als die Apostel in Jerusalem vernahmen, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes dorthin. Als diese angekommen waren, beteten sie für die Gläubigen, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch über keinen von ihnen herabgekommen, sondern sie waren nur getauft im Namen des Herrn Jesus.
Also die Taufe, die Jünger haben die Taufe gespendet, aber nicht die Firmung. Dazu braucht es Apostel. Das konnten die Jünger nicht. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Die äußere Handlung ist das Gebet und die Handauflegung. Die innere Gnade ist die Mitteilung des Heiligen Geistes. Also hier schon deutlich, die Apostel, die eben die Firmung gewirkt haben. Woher hatten die Apostel die Gewalt? Die Apostel hatten diese Gewalt von Jesus Christus. Das ist die Frage 186. Unmöglich konnten die Apostel von sich aus mit eigener Kraft und Macht den Heiligen Geist mitteilen. Das haben die ja nicht selber erfunden. Die haben ja sich nicht gedacht, jetzt sind die getauft, jetzt brauchen die noch den Heiligen Geist, den geben wir ihnen. Ja, wieso und warum und woher? Das kommt irgendwo her. Also ganz sicher hat Jesus selber den Aposteln entweder vor seinem Leiden oder eben in den 40 Tagen, ja, nach seiner Auferstehung, die Apostel die Sakramente gelehrt, die sie den Leuten spenden mussten. Wer hat also die Firmung eingesetzt? Jesus Christus hat die Firmung eingesetzt. Das schauen wir uns noch ein bisschen an. Frage 188. Wer hat die Gewalt zu firmen? Wer darf die Firmung spenden? Empfangen darf sie also jeder Katholik. Wer darf die Firmung spenden? Mit ihrer sakramentalen Weihe erhalten die Bischöfe die Gewalt zu firmen. Warum? Weil sie Nachfolger der Apostel sind. Den Aposteln wurde diese Vollmacht von unserem Herrn Jesus Christus übertragen. Und man sieht es eben in der Apostelgeschichte, die Jünger, die haben zwar die Samaritaner getauft, aber nicht gefirmt. Und es ging speziell dann Petrus und Johannes nach Samaria, um zu beten, um den Heiligen Geist zu spenden, also um die Firmung zu spenden. Der ordentliche Spender der Firmung ist der Bischof. Das heißt, der normale, der eigentliche Spender der Firmung ist der Bischof. Der Papst, und ich glaube heute auch eben die Bischöfe, kann aber auch einen Priester, der nicht Bischof ist, die Gewalt zu firmen geben. Also die Erlaubnis, diese Gewalt auszuüben, weil an sich kann jeder Priester firmen. Bei Todesgefahr besitzt jeder Priester diese außerordentliche Vollmacht. Man nennt das die Notfirmung. Ich habe selber mal ein 8 Monate altes Kind gefirmt. Das hatte einen Gehirntumor, musste operiert werden und man wusste nicht, ob das den Tumor und die Operation überlebt. Und dann habe ich das Kind gefirmt. Getauft war es ja. Und dann habe ich das gefirmt. Also jeder Priester kann an sich firmen. Ja, das gehört zum Priestertum dazu. Der eigentliche, aber der richtige Spender soll normalerweise der Bischof sein. Warum? Was ist ein Bischof? Der Bischof ist der eigentliche Nachfolger der Apostel. Er ist der Träger der vollen priesterlichen Gewalt, der oberste Hirte seiner Diözese. Und da sehen wir hier das Schema. Jesus Christus ist eben der Hohepriester. Er hat den Papst, den Heiligen Vater, eingesetzt als sichtbares Haupt der Kirche, während er selber eben das unsichtbare Haupt der Kirche ist. Das haben wir schon gesehen gehabt bei dem Glaubensartikel über die Kirche. Der Papst vereinigt in sich die höchste Gewalt, als was das Lehramt, das Priesteramt und das Hirtenamt betrifft. Er hat die höchste Gewalt. Das vollkommene Lehramt, das vollkommene Priesteramt und das vollkommene Hirtenamt. Dann gibt es eben den Bischof, das sind die eigentlichen Nachfolger der Apostel.
Jeder Bischof kann seine Bischofsweihe zurückverfolgen oder sollte diese zurückverfolgen können, bis auf einen der Apostel. Das nennt man Sukzession, also die Nachfolge, die Abfolge der Bischofsweihen. Und dann die Mitarbeiter des Bischofs in der Seelsorge, das sind die Priester. Wahrscheinlich gab es am Anfang nur Bischöfe. Die Priester gab es vielleicht auch schon, aber Christus, was hat er geweiht, Priester oder Bischöfe? Er hat wahrscheinlich die Apostel gleich Bischöfe geweiht. Die Apostel haben ihrerseits dann Priester geweiht, aber der eigentliche Priester ist der Bischof. Bischof ist der eigentliche Priester. Darum ganz kurz über den Bischof. Der Bischof als der eigentliche Priester zieht auch bei der Zeremonie bestimmte bischöfliche Insignien, Abzeichen an. Das ist die Mitra. Die Mitra bedeutet, dass der Bischof der Verkünder und Hüter des katholischen Glaubens ist. Bischöfe sind eigentlich Prediger. Die eigentliche Aufgabe des Bischofs ist zu predigen. Genauso wie auch, das können Sie in der Apostelgeschichte nachlesen, im bestimmten Moment hat man Diakone eingeführt. Diakon, Diakonus bedeutet Helfer. Und zwar mit der Begründung, die sollen sich um die Verteilung der Gaben kümmern unter den Bedürftigen, damit sich die Apostel, also die Bischöfe, weiter dem Gebet und der Predigt hingeben können. Und darum auch das Taufen wurde eigentlich mehr oder weniger den Diakonen überlassen. Der Bischof ist der Prediger und der Beter. Der Stab ist das Zeichen der von Christus überkommenen Hirtengewalt, der Hirtenstab. Der Ring symbolisiert die unverbrüchliche Treue zu Christus, eben diese an sich diese Vermählung und die väterliche Sorge für das Seelenheil der ihm anvertrauten Herde. Der Bischof ist sozusagen verheiratet mit seiner Herde, mit Christus, aber auch mit seinen Gläubigen. Das Brustkreuz versinnbildet die innigste Verbundenheit mit Christus und die Bereitschaft, um des katholischen Glaubens willen Verfolgung zu erdulden. Also die Bischöfe sind die eigentlichen Verteidiger des katholischen Glaubens. Erzbischof Lefebvre hat auch immer wieder gesagt, das heutige System ist eigentlich nicht gut. Warum? Weil die Gläubigen im Grunde ihren Bischof nicht kennen. Und der Bischof ist eigentlich der eigentliche Vater seiner Gläubigen. Heute ist das irgendwo eher der Pfarrer, ja, der dann Kapläne hat, ja, soweit es heutzutage noch Kapläne gibt. Ja, aber so war die Struktur früher. Der Pfarrer, der eben verantwortlich war für eine Pfarrei und dann seine Kapläne hatte, das sollte aber eigentlich der Bischof sein. Wirklich der Bischof als Hirte seiner Gläubigen. Also wenn es nach dem Erzbischof ging, dürfte es viel mehr Bischöfe geben. Weil das eigentlich eher zum kirchlichen Struktur gehört. Die Zeremonie der Firmung, das ist dann vom Katechismus her die Frage 189. Wie erteilt der Bischof die Firmung? Gehen wir das Äffchen kurz durch. Zuerst wird der Heilige Geist angerufen, und zwar mit dem Veni Creator, komm Schöpfergeist, das Deutsche, komm Schöpfergeist, kehr bei uns ein. Nach dem Veni Creator hält der Bischof normalerweise eine Ansprache, eine Predigt, um einfach auch diejenigen, die die Firmung empfangen, darauf vorzubereiten. Dann betet der Bischof und breitet seine Hände über die Firmlinge aus. Und das nennt man die erste Handauflegung. Ist aber nicht direkt, sondern eben über alle Firmlinge. Und dabei spricht der Bischof,
Lasset uns beten, allmächtiger, ewiger Gott, du hast huldvoll diese deine Diener aus dem Wasser und dem Heiligen Geist wiedergeboren, die Taufe, und ihnen Nachlass aller Sünden verliehen. Sende auf sie deinen siebenfältigen Heiligen Geist, den Tröster vom Himmel. Also hier sind die sieben Gaben, und dann werden die sieben Gaben sozusagen herabgerufen. Und zwar, da antworten dann die Leute oder die Firmlinge, den Geist der Weisheit und des Verstandes. Amen. Das Amen ist ja eine Bestätigung. Das Amen ist nicht ein Ja, Schluss, sondern wirklich ein Ja, so sei es. Also, dass Gott den Heiligen Geist sendet, den Geist der Weisheit und des Verstandes, Amen, den Geist des Rates und der Stärke, Amen, den Geist der Wissenschaft und Frömmigkeit, Amen. Und dann fährt der Bischof fort, erfülle sie gnädig mit dem Geist deiner Furcht und bezeichne sie mit dem Zeichen des Kreuzes Christi. Und da macht der Bischof eben ein Kreuzzeichen über alle. Und das sind die sieben Gaben des Heiligen Geistes: Weisheit, Verstand, Rat, Stärke, Wissenschaft, Frömmigkeit und Furcht des Herrn. Das haben wir eben letztes Mal ausführlicher gesehen. Dann setzt sich der Bischof hin und erteilt eben jedem Einzelnen die Firmung. Die einzelnen Firmlinge kommen und knien vor dem Bischof hin. Der Pate legt die rechte Hand auf die rechte Schulter des Firmlings. Der Bischof legt jedem einzelnen Firmling die Hand auf, macht ihm mit Chrisam am Kreuz auf die Stirne und spricht. Und das neben die Zeichen, die Worte. Und hier kann sich der Firmling auch einen Firmnamen wählen. Das braucht's nicht unbedingt. Also man kann den Taufnamen nehmen, man kann sich aber auch einen neuen Firmnamen zulegen. Und das ist vielleicht für Kinder ganz, ganz nett, weil dann dürfen sie sich selber mal einen Namen aussuchen, sollen aber eben einen heiligen Namen nehmen, mit dem sie sich ein bisschen beschäftigen sollen. Und das ist auch dann Vorbereitung auf die Firmung, dass sie eben irgendwo das Ideal dieses Heiligen, ihres Firmpatrons, dann vor Augen führen. Erzbischof Lefebvre hat in Südamerika auf einer seiner Reise mal Firmung gehabt. Die Firmung hat 3 Tage gedauert. So viele Firmlinge gab es, ich glaube 3000. Da hat er also keine Firmennamen mehr genannt, sondern bei den Mädchen war es Maria und bei den Jungs war es Josef. Da hat er nur noch Josef und Maria. Da muss er ziemlich kaputt gewesen sein. Ich meine 3000 Firmlinge. Der Bischof spricht eben die Worte, den Namen: Ich bezeichne dich mit dem Zeichen des Kreuzes und stärke dich mit dem Chrisam des Heiles. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und zwar, ich bezeichne dich mit dem Zeichen des Kreuzes. Bei den Worten zeichnet der Bischof mit dem Chrisam das Kreuz auf die Stirn. Und stärke dich mit dem Chrisam des Heiles. Und dann macht der Bischof nochmal den Segen über den Firmling. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Firmling spricht dann das Amen. Hierauf gibt er dem Gefirmten einen leichten Schlag auf die Wange und spricht: Pax tecum, der Friede sei mit dir. Bei gewissen Bischöfen hört man die Ohrfeige. Kommen wir mal später noch drauf. Inzwischen singt der Chor das Confirma hoc, eine Antiphon: Bekräftige das, o Gott, was du in uns gewirkt hast, von deinem heiligen Tempel aus, der in Jerusalem ist. Also hier ist der Tempel übertragen, der Himmel. Dann spricht der Bischof nochmal ein Gebet und zum Schluss spricht er den Segen über die Gefirmten und die Gefirmten legen dann noch einmal ein Glaubensbekenntnis ab. Das ist eben das feierliche und eigentliche Glaubensbekenntnis des
vollwertigen Christen. Und hier also ganz offiziell vor der Kirche. Weil bei der Taufe hat man das ja normalerweise nicht selber getan, sondern eben die Paten. Und hier bei der Firmung legt man selber nochmal wirklich das Glaubensbekenntnis ab, für das man jetzt eben kämpfen will. Dann das Vaterunser und das Gegrüßet seist du Maria. Das ist die Zeremonie der Firmung. Wir kommen zurück zum Katechismus. Die Frage 195. Was bedeutet dieser Schlag auf die Wange? Was bedeutet das? Der Schlag auf die Wange bedeutet, dass der Gefirmte für seinen Glauben zu leiden habe. Du wirst zu leiden haben. Du musst was aushalten. Und das ist eben dieser Schlag. Der Backenstreich versinnbildet die Geduld und die Ausdauer, mit denen wir die Schmähungen und Beleidigungen um des christlichen Namens willens ertragen müssen. Wie unser Herr Jesus Christus seine Verfolger nicht schmähte, sondern ihnen Gutes tat, damit sie sich bekehrten, so sollen wir es tun. Der Backenstreich stellt das Leiden dar, mit dem wir unserem Herrn Jesus Christus gleichförmig werden. Das Leiden ist nämlich das vorzüglichste Mittel der Kreuzesnachfolge. Man ist ja gestärkt, ja, gefirmt in Zeichen des Kreuzes. Und das Kreuz gehört eben dazu und der Backenstreich ist eben dieses Sinnbild des Leidens oder dass man bereit ist für das Glaubensbekenntnis, für den Glauben zu leiden. Gleichzeitig ist der Backenstreich das Sinnbild für den Eintritt in den christlichen Ritterstand. Eine Art Ritterschlag. Ja. Früher wurde das mit dem Schwert. Es kann auch sein, dass es eine besondere Bezeichnung der Zuneigung ist. Ja. Ein leichter Schlag auf die Wange, kann auch ein Zeichen der Freundschaft sein. Ja. Und hier ist es der Bischof, nämlich als Haupt der Diözese, als oberster Priester, als Hohepriester, der dem vollwertigen Christen, ja, dem Kämpfer, dieses Zeichen des Vertrauens gibt. Klatsch. Der Friede sei mit dir. In Holland haben mir Leute erzählt, das ist jetzt schon 50, 60 Jahre her, die Kinder wurden erzogen von Schwestern, waren auf der Schule von Schwestern. Und eines Tages kam die Oberin oder eine der Schwestern rein in den Unterricht. So, bitte alle mitkommen, ihr werdet jetzt gefirmt. Die wussten gar nicht, um was es geht. Die waren nicht vorbereitet. Da wussten nicht mal die Eltern, dass an dem Tag Firmung ist. Die haben eine Ohrfeige gekriegt und wussten nicht, warum. Das ist halt auch nicht, wie es sein soll. Auch und erst recht nicht auf einer katholischen Schule. Da muss man sich nicht wundern, wenn das eben dann auch irgendwo schief geht. Frage 198. Welche Pflichten hat der Gefirmte? Wir kommen zum Schluss von dem Kapitel. Das möchte ich noch gern fertig machen, weil dann haben wir eigentlich die Firmung durch. Frage 198. Welche Pflichten hat der Gefirmte? Der Gefirmte muss erstens seinen katholischen Glauben offen und mutig bekennen. Offen und mutig bekennen. Das heißt aber nicht, dass man die Perlen vor die Schweine werfen braucht. Das ist das andere Extrem. Ja? Man braucht nicht jedem auf dem Nase zu binden, dass man gläubig ist, dass man katholisch ist. Wenn die das nicht verstehen und dann nur Verachtung dafür haben, dann darf man auch schweigen. Eben, der Heiland hat gesagt, man soll die Perlen nicht vor die Schweine werfen. Wenn man aber gefragt wird und wenn es um ein Glaubensbekenntnis geht, dann muss man offen sein und mutig sein. Der Gefirmte muss zweitens kämpfen, um seine eigene Seele und die Seelen anderer zu retten.
Also die Firmung ist vor allen Dingen gegeben zum Kampf um die eigene Seele und das eigene Seelenheil. Ganz besonders natürlich dann auch um das Seelenheil derjenigen, die einem anvertraut sind. Darum muss normalerweise Braut und Bräutigam vor der Hochzeit gefirmt sein. Weil sie gehen ja in den Ehestand, normalerweise bekommt man da Kinder. Und sie haben eben die Aufgabe, für das Seelenheil der ihnen Anvertrauten zu sorgen. Und dazu braucht man die Stärke und die Stärkung des Firmsakramentes. Auch wenn die Ehe natürlich als Sakrament eine besondere Gnade verleiht, auch für die Elternschaft. Sicher. Drittens, der Gefirmte muss helfen, die katholische Kirche zu verteidigen und auszubreiten. Und hier ist also wirklich diese aktive Teilnahme des Gefirmten am Leben des Glaubens. Wie vollzieht man diese aktive Teilnahme? Wie erfüllt man diese Pflichten als Gefirmter? Der Gefirmte erfüllt seine Pflichten, wenn er ganz besonders ein gottgefälliges Leben in Treue zu Christus und Maria führt. Also in Treue einfach zu Christus und zur Kirche. In der Taufe, um das praktisch ein bisschen zusammenzufassen, in der Taufe ist der Heilige Geist unser bester Freund geworden. In der Firmung wird er dazu noch unser Führer auf dem Lebensweg, unser Feldherr im Lebenskampf, unser Kapitän auf dem Lebensschiff, damit es im Sturm nicht zerschellt. Der heilige Paulus schreibt im 1. Thessalonicher Brief im 5. Kapitel, löscht den Heiligen Geist nicht aus. Also der Heilige Geist wirkt in uns und diese Wirkung sollen wir nicht durch die Sünde auslöschen. Deshalb wollen wir in Treue zu Gott auf die Einsprechung des Heiligen Geistes achten und ihnen Folge leisten. Vielleicht nochmal direkt den Katechismus hier. Der Gefirmte soll seinen Glauben offen und mutig bekennen. Unterricht, Christenlehre, Predigt, gute Bücher und katholische Vereine. Das braucht man. Da holt man sich die notwendigen Kenntnisse und den kirchlichen Sinn, damit man imstande ist, auch die Einwürfe der Gegner zu widerlegen. Man soll wirklich als Gefirmter, normalerweise sollte man den Katechismus kennen. Das ist normalerweise, darum früher wurde es auch so gehandhabt, dass man eigentlich gefirmt wird, wenn man den Schulkatechismus gelernt hatte. Das war an sich Voraussetzung. Das ist eben heute nicht unbedingt, weil das zu lange dauert. Die Kinder haben es vorher nötig. Der Gefirmte soll kämpfen, um die eigene Seele und die Seelen anderer zu retten. Man kämpft gegen einen dreifachen Feind. Den bösen Geist, die böse Welt und die böse Lust. Durch Gebet, Mahnung und gutes Beispiel hilft man anderen an der Rettung ihrer Seele. Und der Gefirmte soll helfen, die Kirche Gottes zu verteidigen und auszubreiten. Jeder Christ, nicht nur der Priester, muss helfen, dass die Kirche sich ausbreite. Und das kann man auf ganz verschiedene Weise tun. Zunächst mal durchs Gebet, dann durch das direkte Apostolat, dass man einfach in der eigenen Umgebung ein entsprechendes Leben führt und damit Beispiel ist. Oder durch irgendwelche Unterstützung der Kirche im Apostolat. Ob das jetzt finanziell ist oder dass man selber mal daran teilnimmt, je nachdem, wie man dazu Fähigkeiten hat. Noch kurz die letzten Fragen und dann noch ein kurzer Anhang über die neue Zeremonie der Firmung. Frage 199. Wie soll man sich auf die Firmung vorbereiten? Man soll sich auf die Firmung vorbereiten durch eifriges Gebet zum Heiligen Geist und durch würdigen Empfang der heiligen Beichte und Kommunion. Also Gebet und Beichte und Kommunion.
Wer empfängt die Firmung unwürdig? Unwürdig empfängt die Firmung, wer im Stande der Todsünde gefirmt wird. Die Firmung im Stande der Todsünde ist zwar gültig, ja, das heißt, man kann sie nicht ein zweites Mal empfangen, weil die Firmung eben ein unauslöschliches Merkmal einprägt. Irgendwo in der Mission ist mal geschehen, da waren ziemlich viele Firmlinge und da waren auch ältere Leute dann dabei, die gefirmt werden. Und bei einem Mann denkt sich der Bischof, war der nicht schon? Aber er zweifelt, er hat ihn halt gefirmt. Und dann kam er ein drittes Mal. Ja, aber sie waren doch schon. Ja, aber der Priester da, der wischt es immer wieder weg. Das ist eben der Priester, der dann neben dem Bischof steht und das Salböl wieder wegwischt, dass nicht verunehrt wird. Und er dachte eben, ja, der wischt ja die Firmung wieder weg, also stellt er sich nochmal hinten an. Also das braucht es nicht, weil eben die Seele dieses unausschließliche Merkmal empfängt, sogar wenn man die Firmung unwürdig empfängt, das heißt im Stande der Todsünde. Im Stande der Todsünde empfängt man das Sakrament zwar gültig, aber unwürdig, also macht ein Sakrileg und man bekommt eben keine Gnaden. Die Firmgnaden leben aber auf, sobald die schwere Sünde getilgt ist. Das heißt, wenn der beichten geht und seine Sünde bereut, auch dass er die Firmung unwürdig empfangen hat, dann lebt die Firmgnade auf. Es ist gut, unmittelbar vor dem Empfang des Sakramentes Liebe zu Gott und vollkommene Reue zu erwecken. Was soll man nach der Firmung tun? Nach der Firmung soll man den Heiligen Geist für die erhaltene Gnade danken, den Firmtag würdig zubringen und Gott durch ein christliches Leben Ehre machen. Und hier fügt der Basler Katechismus hinzu, Paten und Firmlinge sollen sich den Firmtag nicht verderben durch Ausgelassenheit und unwürdige Vergnügungen. Also wenn man heutzutage so macht, es Firmfest, dann darf man ruhig darauf hinweisen. Was hat der Firmpate zu tun? Frage 202. Der Firmpate legt bei der Firmung die rechte Hand auf die rechte Schulter des Firmlings und hilft ihm in Zukunft mit Rat und Tat zu einem christlichen Leben. Also ähnlich wie der Taufpate. Der Firmling hat nur einen Firmpaten, dieser muss katholisch und selbst gefirmt sein, nicht schon Taufpate sein des Firmlings, also man kann nicht gleichzeitig Taufpate und Firmpate sein, und selbst ein guter Christ sein. Die Eltern können nicht Firmpaten ihrer eigenen Kinder sein, wohl aber ältere Geschwister. Da wird viel nicht so gehandhabt, wie es sein sollte. Wenn der Pate die Hand auf die Schulter legt, bezeugt er, dass er dem Firmling ein Freund und Berater sein will im geistlichen Kampf des Lebens. Er tritt in geistliche Verwandtschaft mit dem Firmling. Das heißt, normalerweise Firmpate und Firmling können nicht heiraten, weil sie geistlich verwandt sind. Dann habe ich aus dem Buch über die Sakramente vom Pater Gaudron, kurz, das will ich Ihnen noch zum Schluss vorlesen, über den neuen Firmritus, was er hier sagt. Im neuen Firmritus wurde die Form, das heißt die Worte, die für die Gültigkeit des Sakramentes wesentlichen Worte, geändert. Sie lauten nun im Lateinischen, also im Deutschen dann, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Diese Form entspricht einer im griechischen Ritus verwendeten Form und ist zweifellos gültig. Erzbischof Lefebvre hat im Anfang gesagt, das ist ungültig. Da hat er sich aber getäuscht und da hat man ihn auch darauf hingewiesen, das ist eine alte Formel der Firmung. Und die ist sicher gültig. Er hat das dann auch korrigiert. Er hat gesagt, also dann, ja gut, wenn das so ist, dann ist sicher gültig. Ja. Aber es ist eben nicht das, was es eigentlich sein sollte. Weil warum
verändert man die Form, die Worte, zu einer Form, die weniger deutlich ist. Das sollte man nicht. Bei der Firmung scheint die Form von Christus nicht so deutlich vorgegeben worden zu sein wie bei der Taufe, sodass in den verschiedenen traditionellen Riten ganz verschiedene Worte verwendet wurden. Nach Ansicht vieler Theologen muss in der Firmform nur die Besiegelung und Stärkung irgendwie zum Ausdruck kommen. Ungültig wäre die Firmung aber sicher, wenn der Bischof nur die Worte "Empfange den Heiligen Geist" aussprechen würde, wie es an manchen Orten schon vorgekommen sein soll. Denn eine solche Form ist zu allgemein und kennzeichnet zu wenig den besonderen Charakter der Firmung. Also nochmal, die Form, die oft verwendet wird, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Also das ist die Besiegelung, diese Stärkung, das ist hier ausgedrückt. Also das reicht. Bedenklicher ist schon, das fährt Pater Gaudron hier fort, dass im neuen Ritus die Erlaubnis gegeben wurde, wie ich das vorhin schon angedeutet habe, anstelle des Olivenöls auch anderes Pflanzenöl zu gebrauchen. Es war vor dem Konzil immerhin die allgemeine Ansicht der Theologen, dass nur Olivenöl gültige Materie für die Firmung und Krankenölung sei. Es ist zweifelhaft, ob der Papst die Vollmacht hat, die Materie des Sakramentes in dieser Hinsicht zu verändern. Erschreckend ist auf jeden Fall, dass die Erlaubnis zum Gebrauch anderer Öle 1970 durch ein Dekret der Gottesdienstkongregation ohne jede nähere Begründung angegeben wurde, warum dies möglich sei, obwohl doch früher in der Kirche die Ansicht herrschte, dass eine solche Erlaubnis nicht gegeben werden könne. Es scheint, dass man sich in Rom keine allzu großen Sorgen um die Gültigkeit der Sakramente mehr macht, dass man das zulässt. Erst 2 Jahre später, wenn Paul VI. Dann 2 Jahre später in seiner apostolischen Konstitution Sacram Unctionem Infirmorum schrieb, da Olivenöl in einigen Gegenden ganz fehlt und nur schwer beschafft werden kann, bestimmen wir auf Bitten vieler Bischöfe, dass es freisteht, fernerhin auch anderes Öl zu verwenden. Also einfach, weil man schlecht drankommt. Doch muss es Pflanzenöl sein, da dieses dem Olivenöl am ähnlichsten ist. Das ist noch die Worte des Papstes. So mutet das ebenfalls, das ist der Kommentar von Pater Gaudron, so mutet das ebenfalls merkwürdig an, denn warum sollte ausgerechnet heute, wo es aufgrund der modernen Verkehrsmittel so leicht wie noch nie geworden ist, Olivenöl in alle Teile der Welt zu bringen, diese Erlaubnis gegeben werden, während die Kirche früher am Olivenöl festhielt. Früher konnte man, wenn man das Olivenöl nicht hatte, keine Sakramenten spenden. Und das war doch früher viel schwieriger wie heutzutage. Also hier ist man schon sehr leichtfertig. Darum hat sich Erzbischof Lefebvre nie geweigert, wenn jemand irgendwelche Zweifel an seiner Firmung hatte, um diese Firmung bedingungsweise zu wiederholen. Das heißt mit den Worten, wenn du nicht gefirmt bist, firme ich dich. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Also das hat der Erzbischof dann immer in der Praxis so auch gemacht. Wenn es irgendwelche Zweifel gegeben hat, dann hat er es wiederholt. Damit schließen wir das Sakrament der Firmung ab.